Willkommen zu einem Video, zu einem Spiel, was der eine oder andere vielleicht gar nicht kennt. Ich habe es vor einem Jahr auch noch nicht gekannt, obwohl es schon 8 Jahre alt ist, und zwar Body Count. Body Count ist ein ziemlich seltsames Spiel, weil es versucht, krampfhaft wie das Spiel Black zu sein, schafft es aber nicht. Wer Black nicht kennt, das Spiel ist aus dem Jahre 2005 und war ein Shooter, was damals schon seinerzeit technisch voraus war. Body Count ist also ein sogenannter spiritueller Nachfolger zu Black. Wenn ich weiß, was ein spiritueller Nachfolger ist, ist eigentlich nichts anderes wie ein Spiel, was vom Gameplay her fast exakt gleich ist, nur was nicht wirklich auf die Handlung dieses Spiels aufbaut, was also eigentlich gar nicht mit dem Spiel zu tun hat, was vom Gameplay her, vom Kern her, aber fast gleich ist. Solche Spiele gibt es öfter, zum Beispiel bei der Dark Souls-Reihe, beziehungsweise damals Demon's Souls-Reihe. Die haben ja damals diese Spielereihe, diese Rollenspielreihe ins Leben gerufen, die halt so hart schwer war, also eine sehr, sehr schwere Rollenspielreihe. Fing damals mit Demon's Souls an, dann kam auf einmal Dark Souls und darauf baute dann Bloodborne und so Spiele wie The Surge und so auf. Das sind quasi auch spirituelle Nachfolger, so. Schwieriges Wort, ne? schwieriges Wort. Spirituelle Nachfolger sind das quasi zu diesen Spielen. Und genau so ist auch Body Count im Vergleich zu Black. Heißt also so viel wie, dass die Spiele sich quasi gleich spielen. Zum Beispiel Dark Souls und Bloodborne spielen sich vom Gameplay her sehr, sehr ähnlich, fast schon gleich. Gut, Bloodborne ist jetzt vielleicht teilweise nicht so schwer wie Dark Souls, aber ist schon auch teilweise hart. Aber es spielt sich vom Kerngameplay her fast gleich und hat eigentlich den gleichen Hintergrund. Das sind auch sogenannte spirituelle Nachfolger. Die Handlung passt aber eigentlich gar nicht zusammen, spielt sich aber fast gleich. So ist das bei Black und Body Count auch. Nur ist das Problem, dass Body Count es versucht hat, wie Dark Souls und Bloodborne zum Beispiel, einfach nur jetzt als Beispiel genannt, es gibt noch mehrere spirituelle Nachfolger, nur hat Body Count es grundlos verkackt. Einfach. Nicht nur, dass das Spiel sich vollkommen unflüssig spielt, sondern es gibt noch viele, viele andere Gameplay-Aspekte, wo man einfach merkt, dass das ganze Spiel nur versucht, ein bisschen auf Call of Duty, auf Steroide zu sein. Und selbst das schafft es noch nicht mal wirklich. Wenn man jetzt einmal zurückblickt auf die Liste der Ego-Shooter, die Codemasters entwickelt hat, und Codemasters ist übrigens auch die Entwicklerfirma, die Bodycount entwickelt hat, dann weiß man doch schon, warum Bodycount einigermaßen gefailt ist und nicht das geworden ist, was es eigentlich sein sollte, nämlich ein spiritueller Nachfolger von Black. Denn wenn man da mal auf die Liste guckt, dann findet man da so Spiele wie Turning Point, Fall of Liberty. Das kam, glaube ich, im Jahr 2008, 2009 raus. Irgendwie sowas um den Dreh müsste das sein. Das habe ich mir damals in der Videothek ausgeliehen. Ja, damals gab es noch Videotheken, da gab es kein Netflix oder PS Now, wo man sich die Spiele leihen konnte, oder Xbox Game Pass, gab es damals nicht. Da habe ich mir das damals ausgeliehen und ich weiß, dass das Spiel sehr, sehr scheiße war von der Steuerung her. Die Story war komplett verkackt. Es war kein gutes Spiel. Deswegen kennen die meisten das Spiel auch nicht, weil es einfach viel zu geringe Verkaufszahlen hatte. Und dann muss man auch noch zurückgucken auf die Operation Flashpoint-Reihe für die letzte Generation der Konsolen, also Operation Flashpoint, Dragon Rising und Red River. Dragon Rising konnte man einigermaßen noch gut spielen. Man hat gemerkt, dass es so eine Konsolenversion werden sollte von Arma, hat man so ein bisschen gemerkt. Es hat sich relativ gut gespielt, aber war jetzt auch nicht das Gelbe von Ei. Aber Red River ist dann über das Ziel, was eigentlich angepeilt wurde, komplett hinausgeschossen. Die KI war strunzdoof. Das Gameplay war komplett verkackt und hatte einfach gar nichts mehr mit Taktik-Shooter zu tun. Das hat man einfach gemerkt und das hat Body Count hier auch versucht, in dem Fall so wie Black zu sein. Und es ist einfach genau wie damals auch Operation Flashpoint zum Beispiel übers Ziel hinausgeschossen und hat es einfach, ist halt 10.000 Kilometer dran vorbeigefahren am Ziel. Die Idee, die Codemasters hinter Body Count hatte, war ja gar nicht so verkehrt. Die war ja mega geil sogar. Man hat versucht, ein noch besseres Black herzustellen mit anderer Handlung, anderer Story und vielleicht auch noch ganz, ganz vielen anderen Waffen und vielleicht noch neueren Gameplay-Aspekten. Problem ist, dass man hier halt einfach ein schlechteres Black hergestellt hat oder einen Nachfolger, einen spirituellen Nachfolger von Black, und das natürlich bei der Community komplett nach hinten losging. Weil wenn das Spiel nicht mindestens genauso gut ist wie der Teil davor, also es ist ja kein Teil davor, es ist ja nur ein spiritueller Nachfolger, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, dann muss man natürlich damit rechnen, dass das Spiel sich nicht gut verkauft. Das führt natürlich dazu, dass auch viele von diesem Spiel nichts hören und auch nicht wirklich viel davon mitbekommen. Ich habe von dem Spiel damals auch nicht viel mitbekommen. Erst vor einem Jahr habe ich wirklich erfahren, dass dieses Spiel überhaupt existiert, obwohl das Spiel bereits 8 Jahre alt ist. Und das
heißt natürlich schon was. Wenn man aber das Gameplay betrachtet, dann muss man sagen, man sieht schon die Ansätze, dass das Ganze wie Black sein soll. Es spielt sich schon sehr, sehr ähnlich. Es spielt sich schon vom Gameplay her fast gleich, nur halt leider schlechter, weil Black hatte damals schon eine Art Bullet Drop Engine, wenn man es jetzt so nennen kann. Kann man das Bullet Drop Engine nennen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte die Schussbahn der Patronen schon eine ballistische Flugbahn. Also man hat gemerkt, wenn die Gegner weiter rechts gelaufen sind, musste man zum Beispiel weiter links anhalten, damit die Patronen beim Gegner einschlagen. Da hat man schon gemerkt, da musste man ein bisschen vorhalten. Also so wie es zum Beispiel heute bei Battlefield ist, ist es damals bei Black schon gewesen. Den Gameplay-Aspekt haben die hier bei Bodycount aber komplett rausgenommen, was ja für Black eigentlich ein richtig guter Gameplay-Kern war, der das Spiel so gut gemacht hat teilweise. Das hat man hier einfach rausgenommen und das ist natürlich blöd. Stattdessen hat man darauf gesetzt, einfach ein sogenanntes Call of Duty auf Steroide herzustellen, wo man eigentlich nur möglichst viel zerstören kann. Also man kann die Umgebung teilweise echt gut zerstören. Problem ist, wenn da was in die Luft fliegt, und in Bodycount fliegt verdammt viel in die Luft, dann gibt es Frame Drops, 20 FPS, 15 FPS und das ist einfach ekelhaft. Das hatte man damals bei Black nicht und Black kam damals auf PS2 und Xbox 1 raus. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, Codemasters ist jetzt nicht unbedingt der Vorzeigeentwickler für Shooter-Games, die sind eher so die Leute, die die Racing-Games gut herstellen, wie zum Beispiel Colin McRae Dirt oder die Formel 1-Reihe und die Grid-Reihe. Und die Colin McRae-Reihe ist ja mit einer der besten Rallye-Spiele, die je rausgekommen sind, die bis heute auch noch mit die Top 1 auf dem Markt ist, der Rallye-Spiele. Das kann man natürlich jetzt als Argument bringen. Problem ist halt nur, dass Black auch von einer Firma hergestellt wurde, die Racing-Games ziemlich gut hergestellt hat und auch mit ziemlich viel Erfolg und großen Verkaufszahlen rausgebracht hat, nämlich die Burnout-Reihe, nämlich Criterion Games, das sind die, die Black hergestellt haben. Die haben alle Burnout-Teile eigentlich hergestellt und die waren alle durchweg verdammt geil. Das kann man jetzt also nicht unbedingt immer als Argument bringen, ja, die stellen ja nur Racing-Games her, deswegen sind die Shooter-Games nicht so gut. Man kann sich also auch als Racing-Game-Hersteller in einen Shooter gut beweisen. So ist es nicht. Falls ihr das Spiel kennt, falls ihr Bodycount mal gespielt habt und falls ihr den Vergleich schon mal gezogen habt zwischen Black und Bodycount, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr das Spiel gespielt habt oder wenn ihr noch nie was von dem Spiel gehört habt, schreibt es mir auch mal rein. Bin ich mal sehr gespannt. Ich kannte das Spiel ja bis vor einem Jahr auch selber noch nicht. Bis dann und ciao.